Die Lage in Afghanistan ist noch nicht reif. Die Lage in Afghanistan ist noch nicht klar. Alles, was ihr seht, ist noch, das sind Samen, die jetzt gerade gestreut werden in Afghanistan. Es gibt Neuzeit. Wir wissen nicht, was Allah Ta'ala vorhat. Wir haben gesehen, dass Allah Ta'ala in der halb arabische Insel neue. Es gibt neue Tertiben in Syrien, neue Tertiben, in Irak, neue Tertiben, in Jemen ist neu, ist alles neu. Die Ecke wird irgendwie umgestylt. Und jetzt fängt es an, wo? Hinter dem Fluss. Leute, immer Talabatul Ilm, wenn die Sachen vor ihren Augen sehen, müssen immer ihre Archiv abrufen und die Ahadith holen, die damit zu tun haben, um zu gucken, ob Rasulullah sallam uns die Wahrheit gesagt hat oder ob er uns angelogen hat. Hä? Weil Leute zweifeln an Muhammad heute, Muslimin, zweifeln an die Sunna. Versteht ihr, was ich meine? Doch, Khalas, ihr zweifelt an die Sunna im Allgemeinen, meinetwegen. Allen anderen Vorteilen, was wir sagen über Sünden, ist für euch heute nicht wichtig. Aber lasst uns mal das, was jetzt die Sünde erzählt hat, was wir heute sehen. Ah, ja, ich kann das doch nicht ablehnen und sagen, nö, die erzählt mir, was hier los ist. Keiner weiß, was los ist, aber die Sünde definitiv weiß, was los ist. Definitiv. Wenn keiner weiß, was los ist, dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiß, was los ist. Wieso? Weil er ist der letzte Botschafter. Er muss das wissen, er muss das mitbringen. Sonst fehlt die Umma was? Eine Information. Allah macht so ein Werk. Guckt, Jod, Himmel und Erden. Allah macht so ein Werk. Ein Werk, der minus irgendwas ist, gibt es nicht. Ist das nicht Allahs Werk, Leute? Sünder sagt uns, hinter dem Fluss, da, was ist die Geschichte bei der Sünder hinter dem Fluss? Was hat die Sahih-Sunna uns erzählt über was hinter dem Fluss abgeht? Gibt es viele Ahadithe? Erzählen über Faris, die Perser damals und deren Reich und alles, was die Regierung. Es gibt viel Sunna, viel. Von Ibn Abbas auch viel über Israeliat, auch überliefert über die Furs und. Das ist Tarikh, geht uns nicht an. Das ist Geschichte, geht uns nicht an. Andere Ulama sind damit beschäftigt. Uns geht es darum. Hier geht es um Nubu'ah. Es gibt eine Vorkündigung. Der Prophet sagt uns etwas, was im Verborgenen ist, was passieren wird. Er selber das nicht gesehen hat. Wer sieht das? Die Muslime, die in dieser Zeit denn erleben. Denn die prüfen die Sunna. Dann siehst du, die Sunna sagt uns hinter dem Fluss, das Wichtigste ist, dass von hinter diesem Fluss der Armee rauskommt, der Imam Mahdi der Kopf von dieser Armee ist. Nach der Geschichte von ihm, wenn er flieht nach hinter dem Fluss. Die Sunna ist genauso gesagt, hinter dem Fluss. Ulama, alle Qawl al-Wahid sagen, das Blad al-Furs. Warum hat man das Blad al-Furs genannt? Weil Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, alle diese Länder waren unter die Perser. Persische Reich. Ne? Der in Mittel-Irak angefangen hat. Ja? Über uns interessiert, dass da soll eine Armee rauskommen am Ende der Zeit. Diese Kalam ist Nubu'ah. Yani, ich kenne ihn nicht, keiner kann diese Kalam-Prüfung, außer dass die Kette stimmt. Aber diese Kalam, dann 1:1, Ende der Zeit und der Länder hinter dem Fluss, wenn du das jemand gesagt hast, vor 50 Jahren, hätte die gesagt, da ist doch Afghanistan, und was ist hinter dem Fluss? Was erzählst du denn hier? Mahdi und seine Armee und, was? Das kann doch nicht, das passiert doch nicht. Das ist nur dein Dream und dein Ahadith und dein... Allah Ta'ala, Ustaz sagt in dem Hadith, wenn Allah Ta'ala eine Sache will, macht die Asbab dafür klar. Die Asbab funktionieren in die Richtung, was Allah Ta'ala will. So jetzt, was hinter dem Fluss interessiert uns, dass am Ende der Zeit gibt es irgendeinen Move, der von da aus passieren wird. Die Vorbereitung findet statt.
Diese Vorbereitung könnte Jahrzehnt sein, könnte 50, 100 Jahre, weiß ich nicht. Aber die Vorbereitungen werden getroffen. Die Länder hinter dem Fluss, dazu gehört Iran. Weil wir wissen auch, dass in der Gegenarmee von Dajjal, der am Ende der Zeit rauskommt, 80.000 Magier aus wo? Heutige Iran rauskommen. Woher weiß ich nicht? Wer sagt, dass die Sunna? Khalas, Reib. Glaubst du oder glaubst du nicht? Leute, die das nicht erlebt haben, für sie ist ein Glaube. Leute, die in die Zeit leben, für sie ist Mushahada. Wir sehen das. Versteht ihr, was ich meine? Dann sagen sie selber, überliefern die den Hadith nochmal und sagen sie, in unserer Zeit ist das und das und das und das passiert für das, was Muhammad a.s. gesagt hat und so und so und so und so. Deswegen sage ich euch, Leute, in Afghanistan ist der Anfang. Das ist der Anfang. Wir wissen, eins steht fest. Wenn alle Wirbelwind abzieht, wisst ihr den Sog? Es ist sehr schon still. Aber wir wissen nicht, mit welcher Kraft nach diesem Sog. Wir wissen es nicht. Wir können das nicht einschätzen. Aber eins steht fest, so hieß Taliban ist weg. Das ist das Ende, mit Anfang des Ende vom Taliban. Nicht, weil sie was falsch machen, weil der Plan so läuft. Irgendein Kompromiss wurde getroffen. Irgendeine Abmachung wurde, irgendein Deal wurde ausgehandelt. Ich weiß, dass alle Deals, die in so einer Situation mit solchen Voraussetzungen in der Geschichte passiert sind, hieße Ende der Dynastie. Man wird heute jetzt oder man will jetzt Taliban entreißen, das was sie aussondert. Den Islam. Indem man was macht. Man schickt die an die Regierung und sagt, denen regiert das Land und sonst und macht so, wie wir das dann vorhaben, mit den Vorlagen der Welt, sonst werden Abkürzungen und gibt es hier Tüter und gibt es da keine Hilfe und da keine. Dass das System an sich, der Taliban-System an sich, mehr in diese Bürokratie verwickelt ist, ein Land zu regieren, als tatsächlich diese Message zu halten, dass Dien von Allah ist der Haupt- und der wichtigste Sache. Nur einfach Papierkram. Sonst die Afghanen verhungern. Und die Afghanen, wir wissen ja, Tadschikis, wir wissen ja, Pashtuna, wir wissen ja, damit ich will ehrlich jetzt die alle jetzt aufzählen, damit ich es nicht vergesse und jetzt jemand ist jetzt hier ein bisschen beleidigt. Alle, wir wissen, das sind Tribes. Das sind Stämme. Die Afghanen sind Stämme. Okay, Leute in Kabul sind jetzt die, das sind die Zivilisten jetzt, die jetzt sich vom Stämme und so sozusagen so, aber tatsächlich das ganze Land sind Stämme. Also das ist, versteht ihr? Und das ist so ein Land zur Regierung, Leute, mit eurer Köpfe, Leute, ihr kennt, ihr seid doch selber Afghaner, ihr wisst ganz genau, wie hart das ist, euch zu unter Dings zu halten, also dass man euch das gut macht, dass ihr ruhig seid. Ihr seid nicht so ganz schnell zufrieden, muss man ehrlich sagen. Nicht böse oder so, das ist eure Hak, ja, hallo? Und ihr zieht auch eure Kinder so. Das sind freie Männer und Hukam, Rechte haben. Es ist recht in dem Land. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Diese freie Erziehung, wunderschön, alte Schule, alles gut. Wenn kein Narzissmus jetzt startet, dann ist alles gut. Kann glücklich damit werden. Afghanistan hat nur Männer gebracht. Was? Und hat Männer auch aufbewahrt. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, es tut mir sehr leid, dass diese Leute jetzt an die Macht gekommen sind. Für sie, weil ich weiß ganz genau, die werden schmelzen. Ist nicht, weil die wollen, Jungs. Das System ist so. Das System ist so. Jungs, dieses System wird nicht
weggenommen von der Erde, außer mit Allahs Befehl. Versteht das? Ist ein Abschnitt. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Abschnitte. Das System funktioniert jetzt so. Keiner kann das ändern. Weil Allah Ta'ala will das System so halten, so wie das jetzt so ist. Aber wenn Allah Ta'ala's Zeit kommt, Meere gehen auf. Versteht ihr jetzt, wie es ist paradox? Aber so ist Allah Ta'ala. Lieber, kämpfe nicht gegen das, was da, weil das ist Allahs. Allah will das so haben. Szenario läuft so ab. Das ist Daten, die am Ende so ein Bild gebracht haben. So bleibt das. Und hold. Leute da drunter bessern sich. Wisst ihr, dann poppen sie raus aus diese. Dann poppen sie raus. Haben Lichtkanal. Den online. Empfang. Alles gut, du bist in Allahs Hand. Du bist in Dien Allah. Alles gut. Alle anderen sind in dem Bereich drin. Alles gut. Ändert sich auch nicht. Ich verstehe nicht die Jama'at, die versuchen, die Realität, die heute da ist, zu ändern. Es ist für mich genau, wenn du sagst, Wasser soll von unten nach oben fallen. Habibi, geht nicht. Ja, geht, aber mit Motoren. Normal geht das nicht. Und wir wollen diesen Druck nicht, versteht ihr? Warum mach, am Ende bringst du wie viel Motoren werden gebraucht, für wie lange Wasser nach oben zu... Da werden nur noch Motoren platzen. Du kannst ja nicht für ewig sowas machen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist unnatürlich. Es ist kein Sinn, das System zu fluchen und die ganze Verschwörungstheorie. Es hat keinen Sinn, alles. Sinn ist was? Ich will Bup machen. Ich will raus. Ich will raus aus dieser ganzen. Ich will meinen Weg zu Allah finden. Fertig. Best. Ich will raus. Wallahi, wenn andere raus wollen, dann poppen sie raus wie ich. Wenn nicht, dann bleib doch in dem Ding. Alles gut. Wird auch nicht verändert. Bis Allahs Zeit kommt. Muss es steht. Vor der Wand. Mehr. Hinter ihm, manche Elemente, die ich übertreiben und sagen, 1,2 Millionen Soldaten haben die Pharaonen damals hinter sich gehabt. Hinter 80.000 Mann. Man sieht, was für ein Wut in diese Leute drin ist. Ja? Musa steht seine Kaum, Ben Israel hinter ihm, Khalas, Sackgasse. Entweder drehst du dich, guckst du, Pharaon kommt auf dich zu oder was machst du? Allahs Zeit kommt. Dann kommt Allahs Zeit. Jetzt war Pharaon oder Physik oder alle diese Geschöpfe so zusammen. Nein, keine Rolle. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Ja, mehr auseinander. Alles mehr auseinander. Und mir sagt, nee, Physik, du hast gesagt, nichts ist. Der Haber sagt, Ibrahim in Feuer. Fertig, es gibt keine Möglichkeit, dass alle Leute draußen denken, wow, keiner hat dran gedacht, wenn es Allahs Zeit kommt. Keiner hat noch gedacht, wenn Allahs Zeit kommen wird. Ibrahim flop und nicht rausgeholt, ne? Flop und bleiben und weiter Feuer, 40 Tage lang. Das ist ein Feuer. Was für ein Feuer, der ein Mensch fängt, der kommt nicht raus für 40 Tage. Was für ein Bauwerk an Äste haben die gemacht, damit das so weiterhin... Was ist das? Für irre. Das ist reine... Ich weiß nicht, Hass. Das reicht nicht. Hass reicht nicht. Hass ist wenig. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Rache, was auch immer. Allah, der Zeit kommt. Wer befiehlt wem? Physik befiehlt hier nicht. Physik ist still. Rabbul Physik redet. Mit wem? Mit seiner Schöpfung Feuer. Was ist seine Schöpfung Feuer? Ibrahim sagt, wir haben das noch nicht erfunden. Er kam raus. Erstmal, er ist nicht gestorben. Und kam raus und hat uns erzählt. Lieber stimmt, was Allah gesagt hat oder nicht.
Stimmt, wieso? Der Zeuge kam raus und hat uns erzählt. Tatsächlich, Feuer war die beste Zeit in seinem ganzen Leben. Von ihm ist nur gebrannt die Bände, die ihm... das ist, was verbrannt ist. Ganze Zeit mit Hurisen, mit Jannah, mit... 40 Jannah-Tage in meinem Leben, sagt Ibrahim al-Salam. Das, was Allah zu Feuer gesagt hat, ist passiert oder nicht? Ist passiert, wieso? Der Zeuge sagt. Das ist Zeit Allahs, Junge. Verstehst du? Das ist Allahs Zeit. Allahs Zeit kommt, da komm, Mahdi selbst. Sein Islah, wie lange braucht er? In dem Hadith sagt, Yuslihu Allah fi layla. Allahu Akbar. In einer Nacht, Jungs, er schläft. Er schläft und steht auf. Schläft ein Mensch, steht auf, der Mahdi. Er selber weiß nicht. Bis die Ulema ihn erkennen. Wallahi, Haqq, wie Rasulullah. Oh, es kommt. Und diese Verbreitung in Mekka. Haram. Noch größer. Wer hat jemand sich denn Saudia vom Hotel aus, wird das nicht aufnehmen können? Von Service aus wird das nicht aufnehmen können? Wenn diese Plätze hier so stetig voll sind, geht gar nicht. Von Facilities her, geht gar nicht. Egal, die haben beste Geld. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Saudi, was auch von ihren guten Sachen, was die machen, ist, die geben richtig viel aus für Betullah. Ohne Hisab. Das ist wirklich wunderbar. Also ich weiß das persönlich von höheren Leuten, so wie Minister von Hajj und sowas. Also richtig Leute im Regime. Die geben wirklich aus. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ist ja auch Pflicht. Ist ja nicht von, ne? Aber die geben das wirklich von ihrem eigenen Geld. Und das ist das Gute daran. Von ihrem eigenen Geld. Nicht Geld vom Staat. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Vielleicht, das ist ein das starke Hasanat. Shalom Allah annehmen. Wenn Allah sagt, kommt, Jungs, wir sehen, die Beispiele sind viel. Mahdi selbst in einer Nacht, Leute, tak, tak, Schaltung, tak, tak. Allah so, Allahs Werk ist so, Allahs Befehl ist so. Liebe Leute, beschäftigen wir uns nicht mit das, was um uns ist. Ja, und das ist da passiert. Da. Hadith, was sagt Hadith über diese Region? Diese Region am Ende der Zeit wird vorbereitet für ein Ereignis. Und dieses Ereignis heißt Khuruj, rausgehen von der Armee der Imam Mahdi, die Zeit von Khilafa von Muslimin wieder zurückrufen wird. Das ist ein Ereignis. Wallah, die anderen glauben daran mehr als wir Muslime daran glauben. Wallahi Suleiman. Die glauben an die Ahadith mehr als wir glauben. Die machen Vorbereitungen für die Ahadith, also gegen das, was so, ne? Mehr als wir das wahrnehmen, dass das tatsächlich so ist. Ist schlimm. Ist echt schlimm. Ja, das, was da alles ist, wie gesagt, das ist eine Vorbereitung für eine Sache. Allah Ta'ala bereitet vor. Der Ground, wo Ende anfängt, also stattfindet, sozusagen Neuzeitabschnitt, sozusagen Allahs Zeit jetzt, in dem Sinne, Hekma davon ist was, und der Rest, der noch auf der Erde an richtige Gläubigen zusammen. Alles anders daraus wäre ein Munafiqin, Khalas, fertig, es gibt es nicht mehr, gibt es keine Toleranz mehr. Du ziehst mit dem Dien voll oder du bist Munafiq. Fertig ist die Sache. Schöne Zeit. Schwer für die Heuchler und die Halbgläubige. Und schwer, weil die werden auch nicht mehr toleriert und nicht mehr angenommen. Der Imam von Muslimin sagt das. Und der wird bekämpft, wissen wir. Der wird bekämpft, von Muslimin zuerst. Zwei Armeen sind aus Muslimin zuerst, die zu ihm rauskommen. In die Ruayat. Aus Muslimin. Weil die werden sagen, das ist nicht der Mahdi, das ist eine... Wir wissen doch, wie gesagt, wie Medien ins Kommen. Das ist eine Heuchler, Lügner, bla 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 bla.
Allah alam, falls Medien funktionieren. Wissen wir auch nicht. Das wissen die Medialeute selbst nicht. Das wissen die Stromminister gar nicht. Das können die nicht garantieren. Theoretisch auf Papiere, ja, klar. Zahlen, ja, klar. Faktisch wissen die nicht. Wieso? Weil wenn ein Blitz schlägt in irgendeine Zentralbox, die irgendeine Bundesland irgendwo versorgt, bla bla bla, kaputt ist, was passiert? Und schnell, schnell und nutzt dann und eine Woche reparieren. Wieso? Er will das Netz wieder providen mit den fehlenden. Muss schnell funktionieren. Er kann nicht garantieren. Kann nicht garantieren. Aber Allah Ta'ala hat dem Menschen erschaffen und garantiert. Und hat Symbole von Menschen erschaffen, die nicht funktionieren, die Dysfunktionen haben, die sehr wenig sind. Aber für die Leute, die vollständig sind, um zu gucken, wenn das nicht funktioniert, was passiert? Seid dankbar. Keine. Jeder sagt, Alhamdulillah, dass wir sich das Sinn und Augensicht auch Licht haben. Nie blind sein. Keiner denkt daran, ja Allah, ich möchte, dass wenn ich meine Augen habe, nur in deinem Etat. Das ist Blindheit. Weißt du, ich will meine Augen nicht in Haram durch die steht hier. Wenn man so ernst so wird, dann wird man denken, der eine von den Salihin hat immer seine Augen zugemacht, immer seine Augen zugemacht. Und dann fragt er, warum hast du immer zugemacht? Warum macht er immer Augen zu? Sagt, ich verschöne meine Augen von Sehen, Leute, die Allah Ta'ala unzufrieden mit denen ist. Ich verschöne mein Herz davon. Komisch, komische Art. Aber nun, er will damit sagen, was für ein Einfluss Augen auf Menschen hat. Versteht ihr? Und keiner will blind werden, aber keiner will auch aufhören, Allah Ta'ala's Befehl zu folgen und dann Augen da zu halten, da wo die Sünde gehört. Nicht woanders. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich, also nicht jetzt absichtlich. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, wie der Unterschied, ne? Ich will ja euch nicht was vorwerfen oder die Hörer nicht was vorwerfen, aber das ist nur funktionelles. Und wenig von meinen Bedienern sind die, über alle diese ganze Vorbereitung, all diese Sachen, die Zeit ist noch nicht reif dafür. Wir gucken erstmal, was da los ist. Wir sind jetzt einsichtig alle, dass das Land ist jetzt freigegeben, freigemacht, Syrien und Irak sind zwei Länder, die jetzt freigegeben sind, die in jede Zeit irgendwann, irgendwo ein Krieg ausbrechen kann, ohne dass irgendjemand kontrollieren kann. Weil da keine Soldaten, keine internationale Gemacht, nichts ist. Es ist einfach unter die Leute gelassen. Ja, der eine oder andere da ist zentriert, aber wenn es wirklich da drin losgeht, die haben gar keine Chance. Das heißt, die Länder sind frei für Schuss. Und was passiert jetzt? Ja, es werden jetzt neue Waffen benutzt und probiert und neue Bomben. Das ist jetzt ein Battlefield. Irak war vorhin, jetzt ist Syrien dran. Versteht ihr? Wie? Nicht wegen laut Plan der Amerikaner oder der Westen. Nein! Nein! Die sind nicht neben Allah, Muluk. Die sind nicht neben Allahs Leute. Sagt sowas nicht, weil die Westen das so wollen. Hält auf damit. Was denkt ihr denn, dass wenn die das wollen, dass durchgesetzt wird oder was? Selbst das. Ja, können das über Allahs Befehl gehen oder was? Hört doch mal auf jetzt. Schimpfen auf Frauen, schimpfen auf Frauen. Was mit Rabbefrauen? Was hat Frau? Verstehst du? So ungefähr. Wir sind bekloppt. Nicht unser Thema. Ist es unter Beobachtung und es wird bestimmt eine andere Möglichkeit geben, dass ich ein anderes Wort darüber auch verliere. Aber beobachtet, dass ich euch sage, dass es Anfang der Ende Talib wird. Keiner hat das erwartet, dass ich sowas sage, aber das ist das, was ich sehe. Nicht, weil die es wollen, nochmal, weil es einfach über... Die ganze Geschichte hatten wir gerade in Ägypten. Die haben die Muslimbruderschaft das Land übergeben, 2012. Die haben es zugelassen, dass die Islamisten in Ägypten an die Macht kommen. Und der Präsident aus einer Jamaat al-Ikhwan al-Muslimin offiziell ist. Die haben es gelassen. Wieso? Um die Jamaat zu vernichten.
Und das ist genau, was passiert ist. Ein Jahr hat das nur gedauert. Ein Jahr. Der Präsident ist im Haft. Die Jamaa ist gejagt in ganz Ägypten. Und das ganze Volk jagt sie erst nach. Wieso? Die Rechte. Und die waren gar nicht vorbereitet für sowas. Die brauchten Zinn. Du kannst nicht jemanden, ein Land so in einem Zustand von wie Ägypten, Afghanistan oder so, zu einem Jamaa geben und erwartest, du gibst das Land unter dem Unterbau. Die haben überhaupt nicht die Zeit und die Möglichkeit, das so zu regieren, so schnell, dass die Leute alle so zufrieden sind und mitmachen. Zumindest jetzt viele Stämme werden erstmal sich zusammenbeißen und einfach okay, warten, gucken. Die werden nicht viel Geduld haben oder über lange Zeit so unter diese... Das werden sie nicht machen, die Afghanen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, es tut mir so leid, weißt du, aber Afghanistan vor 2001, wo die geregiert haben, damals, da waren die alle vielleicht nicht geboren oder jung noch, ganz, ganz jung. Die Zeit hat gepasst noch. Aber heute bist du Zeit von 5G, Leute. Es passt nicht mehr, das Taliban da, dasselbe System, geht gar nicht. Und wenn einer von euch denkt, dass die zurück zu dieser Taliban geht, könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Die können es nicht machen. Das ganze Volk ist jetzt auf sie fixiert. Offiziell. Damals gab noch der ein oder andere Stamm, der sich geweigert hat. Der Führung von Taliban. Wissen wir doch alle, aber ich weiß nicht, ob eure Geschichte liest oder nicht. Du liest wahrscheinlich eure Geschichte gar nicht, ihr seid so doof. Echt, kann doch nicht sein. Wie könnt ihr eure Geschichte nicht lesen? Eure Landsgeschichte, Afghanistan. Ihr seid so doof. Afghanistan ist viel mehr als Taliban und viel, viel, viel mehr als das Montenegro.